ich grüße euch. Heute zeige ich euch das Video von dem Lokschuppenfest aus Siegen. Das habe ich euch ja letzte Woche in einer Vorschau schon angekündigt. Auf jeden Fall, mir hat es da sehr gut gefallen. Es war eine ganz tolle Veranstaltung. Echt spitze. Ja, man konnte da so viele Sachen machen. Wir sind unter anderem auch mit Zug von Siegen nach Kreuztal gefahren. War nur eine kurze Strecke, aber alleine die Wagen waren schon eine Reise wert. Das waren alte IC-Wagen, die von Eisenbahnmuseum Koblenz waren. Die waren da unter anderem mit dem Wagen und zwei, drei Loks zu Gast. Man konnte die Loks von innen besichtigen, die haben sie vorgeführt. Im Lokschuppen war eine große Börse gewesen, eine Modellbahnbörse. Mitglieder haben ja ihre Modellbahn ausgestellt. Das alles habe ich so ein bisschen aufgenommen, deswegen geht das Video auch ein bisschen länger. Absolutes Highlight war für mich, da war ein älterer Herr. Ich glaube, der hatte aber nichts mit dem Lokschuppenfest zu tun. Der war da auch nur privat da und der kam dann in eine Lok rein und hat dann erzählt, dass er damals auf dieser 103, die man da besichtigen konnte, gelernt hatte. Und er hatte da so alte Geschichten erzählt, was ich echt klasse fand. Da hätte ich ewig zuhören können. Ich habe mal von diesen Sachen, also wo der ältere Herr am Erzählen war, so 3-4 Minuten aufgenommen. Es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuhören. Also ich finde sowas immer klasse und kann da ewig zuhören. Ja, das soll es auch jetzt im Großen und Ganzen gewesen sein. Wie gesagt, mit meiner Eisenbahn bzw. Modellbahn geht es auch bald weiter. Allerdings, wir haben heute den 4. September und es ist ja immer noch nichts passiert. Ich hoffe mal, dass diese Woche jetzt wenigstens was passiert oder spätestens nächste Woche, weil dann kann ich endlich weitermachen. Wie gesagt, vorher lohnt sich das nicht. Ich habe auch noch ganz viele andere Videos, die ich euch zeigen werde, aber erstmal habe ich so Tour-Videos viele und die werden jetzt vermehrt kommen. Und sobald das dann hier bei mir erledigt ist mit den Fenstern, kommen auch wieder Bauvideos und wieder Fahrvideos und Vorstellvideos. Ja, gut, Leute, das soll es auch gewesen sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video und seid bald wieder dabei und schaltet bald wieder ein. Bis dann, euer Dortmunder Junge.
Wird rausgeschnitten. Einmal jetzt bei Ihnen oder? Ja, mein Kollege, der Kollege kommt gleich durch. Okay. Ja, das war noch Reisezugbahn. Erwartungsvoll warten wir jetzt auf die Fahrt. Ne? Tuff. Juhu! Zugfahrt! Also von der Teil her muss ich sagen, ist es noch immer komfortabel. Teilweise besser als die neuen IC-Wagen. Ja, die Polster sind schön. Ja, ja. Ich habe ja auch noch, wo ich nach Norderney gefahren bin, hatte ich ja auch einen älteren Wagen und merkst du. Also bei zweite Klasse Abteil sind die, hast du nicht so viel Fußfreiheit. Mhm. Da hängst du ein bisschen näher. Ja, ja, gut. Ja. Das ist ja alles so gedacht. Du, also wie lange mein Koffer nicht festhalten muss. Zugchef hier an Bord des Pendelzuges auf der Fahrt nach Kreuztal. Im Namen des Südwestfälischen Eisenbahnmuseums und des DB-Museums Koblenz darf ich Sie recht herzlich hier an Bord begrüßen und wünsche eine angenehme Fahrt. Den Bahnhof Kreuztal werden wir um 13.42 Uhr erreichen. Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen in Kürze den Bahnhof Kreuztal. Hier wendet unser Zug dann wieder zurück nach Siegen. Die Abfahrt in Kreuztal ist um 13.57 Uhr. Ja,
Fahrkarten haben wir verkauft, wie viele Leute da sind. Das sind Schalter für Licht. Warum ist hier so, Kai August? Darum. Dann kann man sehen, wie schnell man fährt. Ist ja, in der Mitte der große, ne? Das ist der Kilometerzähler. Da ist der Karl. Ja, zu dem Datum haben wir die Zoo ist ja in 62 in Dienst gestellt worden, genau um die Lok und die dazu passende Rheingoldbahn. Ah, okay. In blau-beige mit dem Domkar und dem doppelstockigen Speisewagen. Mhm. Und zu dem Datum, 50 Jahre danach, war die Kreuzfahrt. Also sie sind voll? Ja, ja. Und ist die noch aktiv, die Lok? Ja, ja, die darf noch. Die darf noch bis Ende nächsten Jahres. Dann muss sie wieder in der Hauptuntersuchung werden.
heute bist du froh, wenn du so eine Maschine wieder irgendwo rumfahren siehst. Aber früher, das war natürlich dann auch mit dieser Automatik, mit der AFB, das war doch schon eine feine Sache. Und ich kenne einen älteren Lokführer, der mittlerweile gestorben ist, hat gesagt, also wenn man sich richtig behandelt hat, die AFB, die automatische Fahrbremssteuerung bei der 103er, war es eine feine Sache. Haben aber die nicht hinterher lahmgelegt? Die haben auch 96 lahmgelegt, weil Schaltwerksschäden. Der war am Höllen, der war seit 4 Uhr unterwegs nach Hamm mit anderen Siedlerkollegen, eine Probefahrt bis Köln und wir sollten morgens um 10 Uhr im Alzheimer nach Köln Störungssuche und dann von Köln Wuppertal-Hagen. Ja. Ja. Ich sagte der Betriebsmaschinenkontrolleur, wie mir um die Lok rumrannten, ich hätte mir den ganzen Käfer hatte ich immer lassen. Hier wird nicht spekuliert, geht in die Kantine, da kommt er 3/4 Stunde. Ja, da kam er 3/4 Stunde, die waren nach Hause. Und wir haben dann hier uns mit der Lok befasst und wieder Zeit wurde an den Hauptbahnhof. Und da riefen die 48 Minuten Verspätung, der Zug mit 103 bespannt, wo wir mitfahren sollten. Da war der ja am Toben. Das mache ich nicht normal. Morgens um 4 in Siegen aufstehen, jetzt kriegen wir immer den D-Zug in Hagen. D-82. Ich sage, den kriegen Sie. Ich merkte halt, wie der fipperig fuhr. Der Mitarbeiter meiner Kollege, der fuhr bis Opladen, jetzt fährt der Jungheim, will ich. Und da sind wir da von Mattfeld, der stand mit 120, mit 140, weil die Wahlen dazu liefen. Und der Lehrlokführer stand da, der schlug die Hände über dem Kopf zusammen. Da fuhr man in Hagen zu der Zeit noch mit 80 Rennen. Bei 40 gelöst, ja. 40 gelöst und da stand mal butterweich, alle sprang runter in den D-Zug und da fuhr er ab. Bei dem hatte ich einen Stein im Brett, der wusste Bescheid. Könntest du dir heute noch? Da ist er schon. Zweite Reihe ganz links. Ja. Den musst du einschalten. Da musst du Luft pumpen. Wenn du genug 5,8 Bar hast, dann kannst du den Hauptschalter einlegen. Dann musst du Luft, aber bei der Lok brauchst du dann nicht. Die war so dicht. Eine Hauptluftpresse einlegen und dann kannst du fahren. Darf ich noch mal das Foto sehen? Können Sie mir das mal zeigen? Das finde ich ganz toll. Deiner Seite. Ja, das ist es ja. Das ist ja. Das war bei der Ausbildungsfahrt in Wiesbaden. Ah so. Und wo sind Sie? Unten oder? Er steht hier unten. Ah so, alles klar. Sehr schöne Geschichte. Klasse. Aber hier habe ich noch einen schöneren. Das hat mich sehr traurig gemacht. Kennen Sie die? Ja. Das war Doppeltraktion in der Regio Rini 21. Die letzte Fahrt, das hat mir ein Reisender geschrieben. Lieber Herr Jungheim, ein Beitrag Sonder von Ihrer letzten Fahrt mit 1272 am 13.05.87 von Gießenach und so weiter. Aber er hatte die Fotos, der will noch mehr schicken, hat er aber nicht. Das war der letzte Fahrt. Hier sind Sie gefahren, ja? Ja, sicher. Da fuhren nur noch BBCen drauf, zwischen Münster und Frankfurt, also Gießen. Kein Frankfurter, kein Dillenburger, kein Hagener, weil mir da der Best kommt, das waren nämlich Hurenböcke. So viel Verspätung, wie wir auf der Lok in einem Jahr gemacht haben, haben wir auf der Dampflok in 10 Jahren. Cool. Aber das war auch manches Unkenntnis, das muss ich sagen, auch wenn sie lief, da lief sie. Und wie? Die beschleunigte Wasser mit die hier. Auf 1000 Meter, 1200 Meter von 0 auf 150 mit 2 Loks. Da geht was. Haben die nicht auf 200. Das ist bekannt, dass die 103 und die Norddeutschen aus der Brück, so fuhren die auch mit der 0301 Öl. Die haben die Anfallüberwachung raus und haben die hochgedreht. Da kam die auf 200, nur da waren 35 Fahrmotoren kaputt. Und der Lok. Auch der 51 genauso, ist auch runtergestellt, wie die älter wurden. Später 1er genauso mittlerweile. Die 1er darf nicht mehr so Randnummer werden wie zur Anfangszeit. Ja, die 1er. Die 101, der 401, ich hab jetzt, 402. Ich hab jetzt aber auch gehört, die 120, die wird auch nicht mehr so. Die 120er, die ist bald tot. Die ist bald tot, ne? Die ist bald ja, tot. Ja, das ist das Auslaufmodell. Die 120, die hat sowieso riesige Reparaturen gekostet, mit Rahmenbrüche und. Da hat man
der sagt sie, die angeblich schleuderte den nicht so wie, wie unsere 151 im Schwarzwald haben sie Vergleichsfahrten gemacht. Da hat die Industrie und die DB zu dem Lokführer gesagt von der 151. Ach, die Geschichte. Schalte mal richtig hoch, da die aus der Gleise springen. Und der Idiot macht das doch noch. Ich hätte das nicht gemacht. Die Geschichte kenne ich. Und der 51er reiste hier 203 auseinander. Doppeltraktion. Naja, ist rum. Ja, hier, das wollen die ja alle nicht mehr. Und das Alte hat er im Hintern alle abgeschafft. Mhm. Das, was gut war, hat er abgeschafft. Doch guck die Gurken an, wie sie da stehen. In 5 Jahren ist das Schrott. Ja. In 5 Jahren ist das Schrott. Wir hatten noch nicht einmal, wenn an der 103 ein Stromabnehmer kaputt ging. Da macht mir von der 111. Stromabnehmer, S-Bahn 111, Düsseldorf. Das hab ich, die haben wir auch hier in der Probe gehabt. Das habe ich mal in einem Video über die 103 gesehen. Da waren die unten in Frankfurt und da war eine nicht fertig, weil die wohl eine Hauptuntersuchung gemacht haben. Und jetzt hatten sie den Stromabnehmer, der war nicht, da kam gerade die 111 raus. Da haben sie mal eben schnell die 111 rein, Stromabnehmer getauscht und die dann auf Reisen geschickt. Und heute die Bagage, die kauft ganz neue Züge, übrigens. Das können sie überall erzählen, die DBAG. Die hat jetzt mehr Schulden als wie die ehemalige DB, wo die alles aufgebaut. Nämlich 21 Milliarden Euro Schulden hat die Bahn nach dem Kauf vom ICE4. Mehr will ich nicht sagen. Deswegen, mir braucht keiner was zu sagen. Wir machen jetzt den Weltrekord hier, wie viel reinpassen. Vorwärtsgang und man kann hier auch alle vier Gänge durchschalten, genauso wie im Rückwärtsgang.
Ja, schade, dass ihr hier nicht so die Strecke habt. Ne? Ja. Das wäre natürlich. Wenn wir natürlich einen Fahrdienstleiter reden würden, ich denke mal, irgendwo wird der uns auch mal durch den Bahnhof lassen. Aber in letzter Zeit werden wir voll im Betrieb. Ja, ja, klar. Reich und reich. Macht Spaß, wa? Ich hab's gehört. Kopfschiebchen 429.